Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Kurz und knackig alle Spiele ratzfatz prognostiziert. Die zeitlichen Gründe kennt ihr. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß beim Zuschauen, bedanke mich ganz herzlich bei euch auch fürs Reinschalten. Los geht's mit dem Freitagabendspiel Dortmund gegen Hoffenheim. Viel Spaß und ja, vielen Dank fürs Reinschalten. Der Auftakt in den fünften Spieltag wird von Dortmund und Hoffenheim ans Tageslicht gebracht. Dortmund und Hoffenheim auch beide mit 9 Punkten nach 4 Spielen, also durchaus gut in die Saison gestartet. Aber die Gemengelage fühlt sich bei Hoffenheim noch etwas besser an und sie hatten auch hier in der ersten Halbzeit gut lachen, starke Möglichkeit hier in der 38. Doch Kobel kann klären. Kurz vor dem Seitenwechsel dann aber auch mal der BVB mit Bellingham aus der zweiten Reihe. Prüft er Oliver Baumann, der Hoffenheimer Keeper, aber kann das auch lösen. Sieht da früh genug den Ball und klärt ihn zu einer Ecke, die dann nichts mehr einbrachte. Stand nach 45 Minuten torlos 0:0. Es war ein ordentliches Bundesligaspiel. Der zweite Durchgang sollte dann aber auch endlich Tore bringen. Und der BVB arbeitete dran. Modest legt zurück auf Özkan. Salih Özkan mit dem 1:0 gegen die Hertha hatte das noch andersrum funktioniert. Da hatte Salih Özkan auf Modest gespielt. Jetzt eben andersrum. Und der BVB wollte das Spiel schnell entscheiden. Bellingham. 20 Minuten vor dem Ende testet er noch einmal Baumann, aber Dortmunds 22 im Abschluss heute etwas glücklos. Ansonsten wieder eine sehr gute und ordentliche Partie von ihm. Die letzte Chance hatte aber Hoffenheim, aber im letzten Moment ist Wolf da und kann den Ball noch wegspitzeln. Und dann war auch schon Schluss, Dortmund gewinnt zum zweiten Mal in Folge mit 1:0. Das dürfte ihn nach den turbulenten letzten Wochen sehr gut tun. Der VfL Bochum ist die einzige Mannschaft noch ohne einen einzigen Punkt. Werder Bremen mit 5 doch gut bedient, aber zuletzt musste man das erste Mal eine Niederlage hinnehmen zu Hause gegen Frankfurt. Hier hingegen war es wieder pro Werder, was ablief. 10 Minuten vor dem Seitenwechsel. Das 0:1. Marvin Ducksch vollendet zum Führungstreffer. Bochum mit einer Standardsituation, aber kurz vor dem Seitenwechsel hatte auch die Chance, erfolgreich zu sein. Masovic, der aber nur zweiter Sieger ist gegen Pavlenka, der da eigentlich gar nicht so gut steht, sich richtig strecken muss, um den auch rauszukratzen. Das schafft er dann und hält damit die Halbzeitführung für Bremen fest. Der VfL musste kommen und er machte es jetzt deutlich besser. Bekommt hier auch durch Stöger die nächste Chance nach 66 Minuten. Hätte es 1:1 stehen können. Doch der Rechtsschuss kam wieder zu zentral, dass Pavlenka ihn halten kann. Bremen brachte das 1:0 in die Nachspielzeit. Dann gab es aber nochmal einen Freistoß. Und der wird von Asano um ein Haar vergoldet. Die letzte Aktion des Spiels kommt da viel zu frei zum Kopfball, setzt ihn aber vorbei. Werder gewinnt mit 1:0 am Ende doch etwas glücklich. Der VfL Bochum bleibt weiter punktlos. Bayer Leverkusen gegen den Sportclub aus Freiburg. Leverkusen holte sich die ersten 3 Punkte. Freiburg gleitet durch diese Liga wie ein Messer durch warme Butter, aber gegen Leverkusen hatten sie zunächst nicht so viel zu lachen, denn in der 5. Minute bereits macht Kerem Demirbay das 1:0 für die Werkself. Nach einem Eckball kriegt Freiburg keinen Fuß in die Tür. Und die Anfangsphase, sie war richtig gut geführt von Bayer Leverkusen. 17. Minute hier, Palacios aus der zweiten Reihe
Doch Flecken kann ihn halten. Zu wenig von Freiburg, was nach vorne kam. Enttäuschend bis dahin der Auftritt. Aber es kann ja auch nicht immer laufen. Vielleicht bringt ja ein Standard das gewünschte Ergebnis. Grifo setzt ihn aber aufs Tornetz. Wird nicht belohnt. Zu hoch angesetzt. So hoch hätte der gar nicht kommen müssen. Und dann fällt er eben am Ende zu spät. Leverkusen hatte es aber sonst weitgehend unter Kontrolle, hatte auch nochmal die Chance zu erhöhen. Trotz zweier gelb-roter Karten waren sie hier gut aufgestellt. Der letzte Treffer, der war ihnen aber nicht mehr vergönnt. So blieb es beim knappen, aber verdienten 1:0. Freiburg wurde etwas besser in Durchgang 2, aber es hat nicht mehr gereicht. Der VfB Stuttgart hat zumindest 3 Punkte auf dem Konto nach 4 Spielen, Schalke nur 2. Jetzt im Ländle war der VfB Favorit, auch wenn jetzt Kalajdzic endgültig nicht mehr für den VfB auflaufen wird. Sie haben trotzdem eine schlagfertige Truppe, Führig mit der ersten guten Chance, die Schwolo aber parieren kann. Trotzdem, der VfB machte richtig Druck in der Anfangsphase. Führig mit dem Eckball und da ist Mavropanos. 1:0, 12. Minute. Schalke fand überhaupt nicht statt. Und das 1:6 gegen Union Berlin, das hinterließ ja auch einige Fragezeichen. Defensiv hier wieder ähnlich anfällig. Thiago Tomasch mit dem 2:0 noch in der 45. Minute. So startet man nur ungerne in den zweiten Durchgang. Und es war schon vorbei, als es eigentlich noch gar nicht richtig losgegangen war. Man merkte, dass auch ein Malik Chau fehlte. Kaminski und Yoshida, da fehlt noch die Absprache. Thiago Tomasch mit dem 3:0. Ohne natürlich nur den beiden Innenverteidigern hier diese Partie in die Schuhe zu schieben. Es war unter dem Strich ein sehr guter Auftritt vom VfB und von S04 kam viel zu wenig. Sie brachten nicht viel nach vorne zustande und Schwolo war noch der beste Schalker, was bei 3 Gegentoren auch schon etwas zu bedeuten hat. Am Ende ein klarer, ungefährdeter Sieg für Stuttgart. Der VfL Wolfsburg ist schon so halb zumindest im Krisenmodus. 2 Punkte nach 4 Spielen. Alles andere als das, was man sich erhofft hatte. Und es wurde gegen Köln nicht besser. 15. Minute 0:1. Jan Thielmann bringt die Geißböcke in Führung. Noch ungeschlagen. 1 Sieg, 3 Unentschieden. Das kann sich sehen lassen. Aber können sie auch Fußball spielen, wenn der Gegner 11 Mann auf dem Feld hat? Klare Antwort, ja. 2:0, 28. Minute, Andre Duda. Es war ein Offenbarungseid der Wolfsburger und es raschelt so richtig. Es knistert. Vor der Pause dann zumindest mal diese Chance für Arnold. Ist es aber keine optimale Schussposition und so ging es mit 0:2 in die Katakomben und die Wölfe. Das kurze Aufflackern vor der Pause war kein gutes Omen für den zweiten Abschnitt. Da war Köln wieder bissiger. 0:3, Dejan Ljubicic in der 50. Minute. Der Schlusspunkt schon in diesem Duell. Wolfsburg ist jetzt richtig in der Krise angelangt und der erste FC Köln überzeugte und hat jetzt 9 Punkte auf dem Konto. Am Ende doch sehr ungefährdet konnte Bayern gegen Viktoria Köln in die nächste Pokalrunde einziehen. Union Berlin aber keine Mannschaft, die sich vor irgendjemandem in dieser Liga versteckt. Und so hatte auch Union die erste gute Möglichkeit. Schäfer hat sie in der 10. Minute, der Winkel dann etwas zu spitz, aber der hätte auch schön gepasst. Manuel Neuer ist aufmerksam und vereitelt diesen Schuss. Der FC Bayern brauchte, aber dann hatten sie diese
Möglichkeit geschenkt bekommt. Dieser Fehlpass auf den Fuß von Sabitzer, der das überragende Auge hat auf Thomas Müller. 0:1, gleichzeitig auch der Halbzeitstand. Der zweite Durchgang dann sehr souverän von Bayern geführt, sehr dominant. Sie ließen hier an der alten Försterei die Union Power überhaupt nicht aufkommen. Und in der 57. machte Hernandez dann das 2:0. Die Vorentscheidung in diesem Duell. So lief das dann hier runter. Sabitzer hatte noch ein auf dem Schlappen, 78. Minute 0:3. Standesgemäßes Ergebnis, tolles Tor. Für Union war hier heute nicht viel zu holen. Bayern machte es gut und so waren sie eben nicht zu stoppen. 3:0 für die Gäste. Topspiel am Samstagabend zwischen Frankfurt und Leipzig. Die Leipziger taten sich alles andere als schwer gegen Teutonia Ottensen. Gab es am Ende ein überzeugendes Weiterkommen und so hatten sie auch Selbstbewusstsein getankt. Da konnten sich ja einige Spieler nochmal zeigen, die bisher noch nicht so viel zu tun bekamen. Dann Trapp relativ früh in dieser Partie. Aber auch die Eintracht nach vorne. Rode mit Lindström. 1:0, 17. Minute. Ist bei Lindström jetzt der Knoten geplatzt, der eigentlich zu viele Großchancen vergibt. Hier ist er da, gegen Werder hatte er per Lupfer getroffen. Das konnte sich auf jeden Fall sehen lassen. Leipzig, die schon bessere Mannschaft, hatte es aber noch nicht geschafft, den Ball über die Linie zu drücken. Und so war es auch in der 33. Minute wieder der Fall. Werner, der an Trapp scheitert. Springen wir in den zweiten Durchgang. Leipzig arbeitete nach wie vor am Ausgleich. Das ist ein Kunku mit der Hacke auf Werner. 68. Minute, da war er der hochverdiente, der lang ersehnte Ausgleich. Trapp kommt nicht mehr rechtzeitig runter. Und Leipzig hatte Oberwasser, wollte mehr, wollte den Dreier. Ein Kunku findet Werner. Aber Trapp war noch einmal da, als man ihn brauchte und hält das 1:1 fest, das am Ende den Endstand bedeutete Punkteteilung im Waldstadion in Frankfurt, womit die Gastgeber sicherlich am Ende des Tages besser leben werden können. Der FC Augsburg empfängt die Hertha. Augsburg hat ja zumindest ein Dreier auf dem Konto. Die Hertha dümpelt mit einem Punkt auf Platz 17. Aber es ist nicht so schlecht wie im Vorjahr. Nein, die Hertha zeigte zuletzt ein anderes Gesicht in Gladbach, dann letztes Wochenende in Berlin gegen Dortmund. Aber es sollte irgendwie noch nicht wirklich langen und auch hier gegen Augsburg war es eine sehr zähe Angelegenheit. Auf der anderen Seite, die Fuggerstädter als Gastgeber machten hier auch nicht den allerbesten Eindruck. Der zweite Durchgang wurde dann aber deutlich besser und ansehnlicher. Wir hatten das erste Tor, Lucas Toussaint. In der 53. Minute nimmt sich ein Herz aus knapp 20 Metern und lässt Giekiewicz keine Chance. Schon über eine Stunde gespielt, das ist Luke Bakio. Suat Serda erhöht zum 0:2. Augsburg nicht gut aus der Halbzeit gekommen. Hier wurden sie bestraft, fingen sich dann aber noch einmal und spielten endlich auch nach vorne. Demirovic auf Iago Aspas. Jensen bleibt erst hängen, kommt dann aber nochmal ran. 1:2. Partie war wieder offen, aber hatte nichts mehr für uns in petto. Bitter für Augsburg, aber der Sieg für die Hertha geht über 90 Minuten gesehen schon in Ordnung. Den Abschluss des fünften Spieltags besorgen uns Borussia Mönchengladbach und der erste FSV Mainz 05. Gladbach ja beim 1:1 gegen die Bayern sehr gut aufgelegt gewesen, vor allem Jan Sommer. Hier konnten sie dann logischerweise wieder mehr auch in die Offensive investieren. Das ist Markus Thuram, der das 1:0 für die Fohlen besorgt. Und Gladbach spielte eine überlegene, eine
starke und konzentrierte erste Halbzeit. Manu Kone mit dem 2:0 nach traumhafter Vorlage. Von Mainz nach vorne bis dahin nichts zu sehen, kein guter Auftritt. Aber die Mainzer ja auch wirklich keine Auswärtsmannschaft. Die sammeln die Punkte lieber zu Hause, auch wenn es da gegen Leverkusen zuletzt nicht klappte. Hier war Mainz sowas von überfordert und Gladbach dementsprechend überlegen. Kone visiert den Winkel an, trifft aber nicht ganz. Die zweite Halbzeit trudelte so durch, aber es gab nochmal die Chance für Mainz mit Onisivo ranzukommen in der 68. Minute. Aber Jan Sommer hatte mal wieder, möchte man sagen, etwas dagegen und entschärft die beste Möglichkeit an diesem Sonntagabend von Mainz 05. Hält damit die Null fest. Gladbach gewinnt mit 2:0. Sehr überlegen, sehr überzeugend und holen sich die nächsten drei Punkte. Jo, das soll es mit dieser Prognose gewesen sein. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Kurze, knappe, knackige Prognose. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Haut rein und adios.